Ort. Ich glaube, nicht alle, die wahrscheinlich dieses Video sehen, kennen die Akademie. Würden Sie ein ganz bisschen was erzählen über die Geschichte? Die Akademie wurde im Jahre 1700 gegründet. Der Initiator ist Gottfried Wilhelm Leibniz. Er hat die Ehefrau des seinerzeitigen Kurfürsten davon überzeugt, dass die Gründung einer Akademie eine gute Idee ist. Die Ehefrau des Kurfürsten hat geholfen, die Akademie zu gründen. Der Name ist Sophie Charlotte, der wir heute immer noch gedenken durch den Salon Sophie Charlotte, den wir jedes Jahr durchführen. Und so hat Leibniz damals eben eine Akademie gegründet, die einzigartig war und erstmals, nämlich eine Akademie, die alle Fächer umfasst. Die vorher entstehenden Akademien waren hauptsächlich Medizin oder Naturwissenschaften gewidmet, aber er wollte alle Wissenschaften unter einem Dach vereint haben, so wie er ein Universalwissenschaftler war. Und so sind wir Vorbild für ganz viele andere Akademien in der Welt geworden. Und das Ganze existiert jetzt 320 Jahre. Wow. Wir haben eine sehr komplexe Geschichte. Was würden Sie sagen, warum ist das Zeitforum hier in der Akademie besonders gut aufgehoben und wieso besteht diese wunderbare Partnerschaft schon so lange? Ja, also zunächst einmal, ich halte das Zeitforum auch für ein wirklich gutes Forum, das eben eine gewisse Interaktion zwischen Journalisten, Praktikern, Theoretikern, Wissenschaftlern und einer allgemeinen Öffentlichkeit herstellt, auch dadurch, dass es im Radio übertragen wird und hier immer sehr großen Publikumszulauf hat. Und das Besondere an diesem Forum ist, dass wir hier A, ein anderes Publikum bekommen in unser Haus, als wir das normalerweise haben. Wir haben natürlich hier sehr viele Aktivitäten. Es gibt kaum einen Tag, ohne dass irgendetwas bei uns passiert. Wir haben Fangemeinden, die zu uns kommen, aber wir sind immer froh, auch auf andere Interessiertengruppen zugehen zu können. Und das Zeitforum eröffnet uns die Möglichkeit, mit anderen Personengruppen zusammenzukommen, die ins Haus zu holen und denen zu zeigen, was Wissenschaft leisten kann in Interaktion mit Journalisten. Und da haben wir ganz hervorragende immer auf der Bühne, das muss ich natürlich auch sagen, die spielen auch eine wesentliche Rolle und machen das exzellent. Und eben auch Personen, die in der Praxis gewisse Dinge umsetzen müssen oder erleben, die aus der Wissenschaft an sie herangetragen werden. Und das ist eine Art von Veranstaltung, die wir sonst hier im Hause nicht so haben. Und deswegen trägt das zur Vielfalt unserer Aktivitäten bei. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Forum hier seit so vielen Jahren in hervorragender Zusammenarbeit durchführen können. Ja, wir sind hier in der Rotunde. Das ist, könnte man sagen, eigentlich ein Herzstück der Akademie und für uns in der Öffentlichkeitsarbeit auch besonders wichtig. Ein großes Treppenhaus, man kann vielleicht mal einen Schwenk machen über mehrere Stockwerke. Von hier verteilt sich im Grunde das Leben der Akademie auf die verschiedenen Gänge und Flure. Und hier durch dieses Treppenhaus gehen auch unsere Besucher bei den verschiedenen Veranstaltungen, um nach oben in den großen Einsteinsaal zu kommen oder auch in Leibniz allein. Läuft man hier durchs Treppenhaus und bei unserer großen Veranstaltung, dem Salon Sophie Charlotte, ist dieser Ort auch immer ein ganz besonderer, weil wir hier viel mit Musikern dann arbeiten, der Akademie, Tricor tritt auf oder andere und erfüllen sozusagen dieses Treppenhaus mit Klang. Wie ist das jetzt? Wie sind so Ihre Pläne? Eine langsame Öffnung? Gibt es da Ideen? Wie könnte das aussehen? Ja, was haben Sie so vor in der nächsten Zeit? Also im Moment ist es natürlich noch eine Zeit des Abwartens und Schauen, wie sich die Situation entwickelt, was auch zugelassen wird. Aktuell dürfen wir noch gar keine Veranstaltungen durchführen im Haus. Wir hoffen aber Richtung Sommer und dann auch Richtung Herbst, dass es eine langsame Öffnung wieder gibt und dass wir auch öffentliche Veranstaltungen durchführen können. Es werden natürlich besondere Bedingungen sein. Wir können keine vollen Säle vermutlich hier haben. Aber es gibt schon Berechnungen, mit wie vielen Personen man Veranstaltungen durchführen kann. Und ich denke, dass wir das auch machen werden. Es wird vom Charakter natürlich immer anders sein als sonst. Aber was möglich ist, möchten wir tun. Und daneben überlegen wir natürlich, was gibt es noch für andere Formate? Wie erreichen wir unser Publikum oder auch die Öffentlichkeit auf anderen Wegen? Und das ist zum einen die Überlegung natürlich, dass wir manches dann auch als Livestream anbieten oder auch in unserer Bibliothek im Nachhinein präsentieren. Dann haben wir ja jetzt auch einen Podcast entwickelt. Also wir versuchen jetzt zu prüfen, welche Wege gibt es noch. Und es ist auch eine Zeit,
des Austestens und Ausprobierens. Und das ist natürlich auch für die Öffentlichkeitsarbeit eigentlich schön. Also der Leibniz-Saal ist praktisch das Kernstück unseres Veranstaltungszentrums. Und hier findet, wie Sie schon sagten, das Zeitforum regelmäßig statt. Und wir sind immer bemüht, so viel wie möglich Leute hineinzubekommen. Das heißt, bis 320 ist möglich, gerade so als Abendvorträge mit einem kleinen Weinlaugenempfang und in der Form praktisch das Format, was Sie mit Zeitforum auch bedienen. Und jetzt müssen wir bestrebt sein, so wenig wie möglich reinzubekommen, um eben die Abstandsregel einzuhalten. Das ist schon etwas sehr verrückt. Ich bin jedes Mal richtig gerne hier, wenn das Zeitforum Wissenschaft stattfindet. Aber natürlich ist es jetzt für mich heute hier ganz alleine zu stehen wirklich merkwürdig. Denn normalerweise sind wir bis zu 300 Gäste beim Zeitforum Wissenschaft. Und es ist viel Trubel, wenn ich hier bin. Und ich freue mich dann, wenn alle kommen. Wir haben immer ein ganz gemischtes Publikum. Es kommen ganz verschiedene Menschen. Wir haben welche, die sind schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Die kennen wir dann auch. Das ist dann immer, hat so ein bisschen schon fast was Freundschaftliches. Dann gibt es aber auch immer Leute, die ganz neu dazukommen natürlich, weil wir ja auch so super unterschiedliche Themen beim Zeitforum Wissenschaft haben. Man sieht, dass die BBAW hier bestuhlt hat, so wie es vielleicht aussehen könnte, wenn wieder eine Veranstaltung stattfindet, nämlich mit ganz viel Abstand zwischen den Leuten, damit man sich nicht anstecken kann. Was ich euch sagen möchte, ist, dass ich mich unglaublich darauf freue, wenn ich das nächste Mal hier bin und euch wieder begrüßen darf, wenn hier wieder mein Zeitforum stattfinden kann mit Publikum. Das wird ein Fest, wenn wir hier alle wieder zusammen sind.